Saudi-Arabien ist weiterhin unter massivem Druck nach der Ermordung des Regimekritikers und Journalisten Jamal Khashoggi am 2. Oktober im Konsulat in Istanbul. Der türkische Präsident Erdogan hat jetzt in einer mit Spannung erwarteten Rede von einem vorsätzlichen Mord gesprochen, einem Mordkomplott, das von langer Hand von saudi-arabischen Operateuren geplant worden wäre. Allerdings, man muss dazu sagen, Erdogan hat nicht den mächtigen Mann von Saudi-Arabien, Kronprinzen Mohammed bin Salem, als direkten Auftraggeber bezichtigt. Viele sehen natürlich den Kronprinzen als Drahtzieher des Mordkomplottes. Unterdessen gibt es Berichte, dass möglicherweise Leichenteile des Mordopfers Khashoggi im Garten des Konsulats in Istanbul gefunden worden wären. Diese Berichte sind allerdings noch nicht bestätigt. Grimmige Szenen gab es unterdessen in Riad. Es wurde auf Bildern festgehalten, wie Kronprinz bin Salman die Hand des Sohnes des Mordopfers schüttelt, Salah bin Jamal Khashoggi. Beide Männer stehen sich gegenüber, sie starren einander an, sie schütteln die Hände. Die grimmige Szene, die gespenstische Szene, muss man sagen, verdeutlicht auch, wie groß der Druck auf die Familie des Mordopfers nach wie vor ist in Saudi-Arabien. Allerdings, während einer Investorenkonferenz in Riad gab es Standing Ovations, Applaus für Kronprinzen bin Salman. Offensichtlich wollen hier viele Firmenchefs aus dem Nahen Osten und auch dem Westen gute Miene zum bösen Spiel machen. Immerhin geht es um Milliardenaufträge aus dem reichen Ölstaat Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump ist nach wie vor damit beschäftigt, offensichtlich sich eine endgültige Meinung zu bilden über den Mordfall Khashoggi. Jetzt sagte er, dass es sich um den schlechtesten Cover-up, die schlechteste Vertuschung, die er jemals gesehen hat, handeln würde. Trump allerdings will nach wie vor ebenfalls nicht mit dem Regime in Riad brechen und auch nicht mit den Banden mit Kronprinz bin Salman. Für Trump ist und bleibt Saudi-Arabien ein wichtiger Partner bei seiner Nahostpolitik.